Unter schweren Sicherheitsvorkehrungen wird er vorgeführt wie eine Trophäe, Sauer Dadajew. Er hat seine Beteiligung am Mord an Kreml-Kritiker Boris Nemzow gestanden. Der Mann kommt aus dem Nordkaukasus und soll einer Spezialeinheit des tschetschenischen Innenministeriums angehört haben. Tathergang und Motiv sind weiterhin unbekannt. Beobachter und Oppositionelle warnen, es sei zu früh von einem Durchbruch im Fall Nemzow zu sprechen. Ich rate zur Skepsis und zur Zurückhaltung. Die Erfahrung der letzten 20 politischen Morde etwa zeigt, ab und an wurden Täter festgenommen, aber nie die Hintermänner. Insofern gibt es zur Erleichterung keinen Anlass. Auffällig ist, wie schnell nach dem Mord an Boris Nemzow die russischen Behörden weitreichende Festnahmen bekannt geben konnten. Nach der Verhaftung von Sauer Dadajew und Ansor Gubaschew folgte unmittelbar die Festnahme dreier weiterer Männer, darunter Gulbaschews Bruder Shagit. Sie bestritten allerdings, in die Ermordung verwickelt gewesen zu sein. Auch in Gulbaschews Heimatort glaubt man nicht an ihre Beteiligung. Was hat Nemzow mit Ihnen zu tun? Er lebt doch in Moskau und die Jungs leben hier. Sie sind hier Taxifahrer, wir sehen sie jeden Tag. Was haben die denn mit Nemzow zu schaffen? Sauer Dadajew kommt bis zum 28. April in Untersuchungshaft. Wer die wirklichen Täter sind und ob diese jemals gefasst werden, daran zweifelt man nicht nur in Russland.